Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der Shop ist in 18 Sekunden da und dann mal gucken, was heute reinkommt. Gestern gab es ja den Captain America zurück, sehr überraschend, mal gucken, ob der denn heute bleiben wird. Der Shop ist gleich da und lasst gerne davor noch ein Abo hier, falls ihr neu da seid, würde mich sehr freuen. Und jetzt gucken wir direkt 3, 2, 1 und der Shop ist da. Okay, Captain America ist noch hier. Ansonsten, oh, es gibt hier sehr seltene Skins, sehe ich schon mal direkt. Wir fangen aber ganz links an. Einmal hier mit den Sommerdrift Skin, ein sehr cooler Sommerskin. Hier dieser Drift im Sommerlook. Vielleicht kennen die einen oder anderen noch den Drift Skin von damals. Gibt es hier noch mit einem zweiten Stil und auch hier dem Rückenteil. Dazu gibt es passend dazu einmal hier die Hacke. Genauso wie noch hier die Drift Wolf Lackierung. Und auch noch hier den Driftstream Gleiter. Alles zurück nach einem Monat. Und daneben gibt es einmal hier den Diamantschädel. Passend dazu einmal den Guild Skin, den es auch noch in der zweiten Variante gibt. Und dazu gibt es einmal hier den Blingbeutel. Genauso wie einmal hier den Aura Skin, auch in der zweiten Variante. Und dann passend dazu auch hier der Beutebeutel. Und dann gibt es daneben schon sehr seltene Sachen. Und zwar ganz vorne, die Heidi ist zurück nach 362 Tagen. Extrem selten. Hier mit diesem Rückenteil. Wirklich ein cooler Skin. So gesehen ja ein bisschen deutscher Skin. Verdammt cool. Dazu gibt es einmal hier den Ludwig. Auch ein sehr cooler Skin aus dem Oktoberfest-Set. Ebenfalls zurück nach 362 Tagen. Hier mit dem Rückenteil. Dann gibt es einmal dazu noch hier Akkordeon. Und auch hier den Oktoberfest-Mal-Gleiter. Alles hier zurück nach 362 Tagen. Wirklich ultra selten. Daneben gibt es einmal den Rabenskin. Schon sehr, sehr alt aus der Season 3. Muss man gar nicht viel zu sagen. Passend dazu hier der gefederte Flieger. Genauso wie einmal noch hier die Verwüstung, die wirklich ultra cool ist. Hier mit den Flügeln und noch hier diesen Flugspuren. Und da gibt es einmal noch hier die eiserne Schnabelhacke. Auch nochmal alles zurück nach einem Monat. Und das hier sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Schützlein quer da klicken und den Code DETRO eingeben. Würde mich sehr freuen. Und damit gehen wir schon zu den täglichen Gegenständen, wo es einmal hier die Zimtkerzenkünstlerin gibt. Auch ein alter Skin aus der Season 7. So gesehen der Skin aus Young Junction. Hier mit dem Rückenteil. Vielleicht kennt ihr einen oder anders noch. Ist wirklich ganz cool. Zurück nach 23 Tagen. Und darunter gibt es einmal den World Skin. Günstiger Skin. Nach 70 Tagen zurück. Muss man gar nicht viel zu sagen. Dann gibt es einmal hier Bandtanz. Nach einem Monat zurück. Relativ neu noch. Und darunter gibt es einmal Glücklich. Nach 41 Tagen zurück, eine sehr simple Hacke. Und dann gibt es einmal hier Signature Shuffle. Auch nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier Mach dich locker. Ist nach 21 Tagen zurück. Ja, dann gibt's wie gesagt hier noch einmal effektvoller Salut. Und dazu natürlich passend den Captain America. Ja, und das war es ja auch schon mit dem Shop.